Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Wir haben gerade frisch den Galanoth in den Hinterteil getreten. Und dieser Part wird allerdings ein bisschen zerhackt werden. Auf einer anderen Tatsache. Und zwar werde ich hier nämlich nur noch... da ich ja nur noch den Endbosskampf vor mir habe, aber noch so ein bisschen Kartenfreiraum und sowas. Und ich unbedingt keine Lust mehr habe, wirklich auf irgendwelches Gelauf und sowas. Obwohl, warum habe ich denn mein Dings an? So, wir haben Ruby Circlet als auch den Gas Cloud erhalten. Die Gas Cloud verwandelt den Nebel, den wir haben, in einen giftigen Nebel. Darüber hinaus werde ich euch noch ein wenig anderes zeigen. Also ich werde in diesem Part hier nur rein klassisch alles nochmal durchlaufen und nach Geheimnissen noch so ein bisschen was zeigen und sowas. Also wir sehen uns dann gleich beim ersten Geheimnis wieder. Bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. Erstmal den Speicherpunkt. Und dann werde ich euch noch mal was kurz zeigen. Ich habe nämlich mich versprochen, es sind nicht nur Geheimnisse, sondern auch Sachen, die ich noch nicht abgelaufen habe. Und Items, die ich noch nicht eingesammelt habe. Wie zum Beispiel hier die Magic Missile, die findet ihr hier. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Geheimnis wieder, also bis gleich. So, und hier bin ich auch wieder. Wir erinnern uns, hier funktionierte das ja irgendwie nicht. Und wenn wir hier... This switch hasn't been pressed yet. Ja. Weiß der Geier, warum das erst nur hier hinten aktiviert werden kann. Ich werde auf jeden Fall nicht bei jeder Sache, wo ich noch nicht war, nochmal hingehen und die Kamera dann aufmachen. Das sind wir dann für die Sachen, die dann wirklich wichtig erscheinen. Zum Beispiel komplette Räume oder sowas. Oder Sachen, wo dann Sachen sind. Items und sowas. Und ich meine, hier wäre ja natürlich was, sonst wäre das nicht so ein großes Geheimnis darum. Hier ist natürlich wieder was frei zu machen. Und dann bekommen wir hier Live Apple und Power Sire. Wir sehen uns dann beim nächsten wieder. Bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. Und zwar, wenn man in den langen Gang rechts geht und dann, also wo da die ganzen Soldaten waren und sowas im normalen Schloss, findet ihr hier ein Opal. Allerdings ist hier die Wand nicht bröckelig. Und ich meine, das wäre auch im, oder es war im normalen Schloss anders. Ja, hier findet ihr auch wieder Imps. Ich kann es euch auch kurz noch zeigen. Ja, komm schon. Und, ja. Wie ihr aussieht, ich habe wieder das Messer. Wegen einer anderen Sache, wo ich auch gleich hingehen werde. Hier findet ihr nämlich auch Gegner und nämlich die Balloon Pots. Das sind meiner Meinung nach sehr nervige Gegner. Wegen diesen kleinen Dingern. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Geheimnis wieder. Also bis gleich. Und hier bin ich auch schon direkt wieder. Und zwar finden wir hier, also immer dort, wo es aufblinkt, findet ihr ein Live-Max-Up. So wie diese bröckelige Wand. Man sieht das ja auch schon. Das war doch nicht da unten. Und einen Diamond. Und wir sehen uns dann gleich bei einer anderen Stelle wieder. Also bis gleich. So, und hier bin ich auch wieder. Warum ich gerade hier gelandet bin, das kann ich euch ganz gut sagen. Denn diese Oktopusse sind nämlich der perfekte Ort, um das Murasama nämlich aufzuleveln. Hier könnt ihr euch nämlich, dadurch, dass sie immer Blut verlieren,
könnt ihr natürlich immer das Schwert immer weiter aufstärken. Idealfall wäre es im Grunde genommen, wenn ihr ja im Grunde genommen eigentlich sehr, sehr viele Herzen habt und den Dolch mit euch bringt. Also man hat jetzt zum Beispiel eine Stärke von 69 und das werde ich jetzt so ziemlich auf 70 bringen. Oder zumindest auf 70. Ihr solltet natürlich dabei die Sword-Familie oder sonstige Familie ausschalten, damit die euch nicht so behindern dabei. Denn die Dark Octopusse, die kommen nämlich auch immer wieder, selbst wenn man nicht den Screen verlassen hat. Das ist nämlich der Vorteil. Und ihr seht schon, der Angriff ist gestiegen. Und das macht es im Grunde genommen eigentlich ja zum besten Schwert, wenn man es richtig hochlevelt. Ich hingegen bin kein Fan von Zweihandwaffen. Von daher versuche ich das mit dem Alucard-Sword eigentlich alles zu behalten. Wie hoch ist dann mein Sword-Level? Achso. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten, vielleicht auch schon im zweiten, im ersten Schloss wieder. Also bis gleich. Nebenbei noch erzählt, falls ihr Probleme habt, 100% zu erreichen, vor allem an dieser Stelle, da habe ich auch ein paar Probleme gehabt. Der Wolf kann euch da sehr behilfreich sein, weil dieser kann, wie man eben gerade gesehen hat, ebenfalls im Wasser bleiben. Und dadurch könnt ihr dann mit ein bisschen Glück auch, könnt ihr dann eben halt die 200,6% erreichen. Also, nur so als kleine Info. Hier zum Beweis übrigens meiner kleinen These. Man sieht, es ist immer noch nicht drin. Man verwandelt sich in einen Wolf und schon hat man den Stück der Karte. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Geheimnis wieder. Also bis gleich. Kurze Anmerkung. Oh, es leckt schon wieder. Hier findet ihr natürlich auch wieder was. Und zwar ist das dieses Mal... Hallo, Rechner. Es ist hier so ein Turquoise. Wir sehen uns dann gleich bei der nächsten Sache wieder. Übrigens ist das hier. Also, bis gleich. So, und jetzt sind wir auch wieder hier. Einer der wohl letzten Sachen, die ich noch hier in diesem Schloss machen muss. Und zwar ist es die Items, die man hier bekommen kann, nämlich noch aufzusammeln. Es sind zwar jetzt Items, die ich überhaupt nicht brauche, zum Beispiel dieses Karma-Coin oder sonstiges Gedöns, das brauche ich einfach nicht. Und damit sind wir auch schon durch. Ich guck nur noch, ob es bei den drei Säulen, ob es da nicht noch mal was gibt. Ich kann mich nämlich nicht erinnern, dass ich die nämlich aufgesammelt habe. Doch, habe ich. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann zum hoffentlich nächsten Mal im alten Schloss wieder. Also bis gleich. Nein, natürlich haben wir hier noch was, und zwar ein Garnet. Den finden wir natürlich dort, wo wir ganz am Schluss des ersten Schlosses ungefähr den, oder Mittelteil eher gesagt. Aber das hier ist ja das Endgebiet vom ersten Teil, vom ersten Schloss. Dort finden wir nämlich noch ein Garnet und vorher war da der Leapstone, wo wir diesen Doppelsprung her haben. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Und nochmal befinden wir uns hier im zweiten Schloss. Hier finden wir nämlich noch das Talwar. Ah, das Talwar. Das ist ein Schwert, was nicht so gut ist, aber so ein Indian Sword gekrümmt. Wir sehen uns das nächste Mal dann gleich wieder oder beim nächsten Part oder keine Ahnung. Also bis gleich, bis zum nächsten Part, keine Ahnung.
Und hier sind wir auch schon im ersten Schloss und finden hier an diesem Punkt einen Garnet. Wir sehen uns dann gleich wieder. Und hier bin ich nochmal, auch während ich eine auf den Dötz bekomme. Hier oben gibt es noch einen Geheimgang, den kann man aufhauen. Und hier finden wir das Holy Sword, was ich allerdings schon habe. Wir sehen uns das nächste Mal oder gleich wieder. Bis gleich. So, hier sind wir auch wieder. Wir haben ja hier die Spikebreaker-Armor gefunden und hier finden wir noch eine Library-Card. Ja, und das war jetzt das drittletzte Geheimnis. Das nächste kommt im zweiten Schloss wieder. Also, bis gleich. Noch ein kleines Geheimnis. Hier findet man die Lightning-Mail. Und wir sehen uns dann gleich beim nächsten Geheimnis wieder. Es ist übrigens noch immer noch zwei. Bis gleich. Und natürlich gibt es hier ebenfalls diesen Durchgang, hier im zweiten Schloss. Und hier gibt es die Fury Plate. Lightning ist natürlich gut gegen Lightning-Attacken. Und Death goes up when damage taken by the Fury Plate. Das letzte Geheimnis ist, dass mir drei Räume fehlen. Es fehlen tatsächlich drei Räume bei mir. Ich habe auch schon das in der Mitte schon mit einberechnet. Aber selbst dann komme ich nur auf genau 1887 Räumen. Und deswegen, ja, ist das letzte Geheimnis nur noch die letzten drei Räume. Ich werde nochmal gucken, ob ich die nicht irgendwie finde. Und werde die dann daran hängen, falls da irgendwas Wichtiges drin ist. Also bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Und hier bin ich auch wieder. Das Geheimnis wurde gelüftet. Ich habe nämlich hier oben ganz einfach vergessen, dass es hier noch was gibt. Und zwar finden wir hier noch einen Life-Max ab. Ja, damit habe ich jetzt die komplette Karte auch aufgedeckt. Habe alles, was ich weiß, habe ich jetzt aufgedeckt an Geheimnissen und sowas. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn wir direkt vom letzten Endboss sind. Also, bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodhacks FB meldet sich ab.